Servus, liebe Jahn-Fans, hier ist euer Ziege und heute stelle ich euch meine neuen Vorsätze fürs Jahr vor. Servus, liebe Jahn-Fans, hier ist euer Weidi. Ich erzähle euch jetzt heute mal über meine Vorsätze für 2024. Ob ich da welche habe, das erfahrt ihr jetzt. Ich habe keine Vorsätze. Also meine Vorsätze fürs Jahr 2024, ich muss euch sagen, mit Vorsätzen habe ich eigentlich ein bisschen aufgehört, die mir zu machen, weil entweder kann ich sie nicht einhalten oder es passieren einfach Dinge, die kommen, wie sie kommen und man muss die Feste auch feiern, wie sie fallen. Deswegen mit Vorsätzen habe ich persönlich nicht so, aber ich denke, in meiner Mannschaft gibt es ein paar Kollegen, die haben sowas. Und da könnt ihr gespannt sein, was die so für Vorsätze haben. Aber ich schaue da einfach mal zuversichtlich aufs neue Jahr und dann sehen wir mal, was wir alles miteinander so erleben. Okay, fangen wir mal an mit dem Brainstorming. Ja. Meine neuen Vorsätze fürs Jahr. Als allererstes Gesundheit. Das ist das Wichtigste in allen Lebenslagen, ob jetzt auf oder neben Platz. Ich denke, das sollte sich jeder zu Herzen nehmen, dass man dafür sorgt, dass man gesund ist. Dann denke ich, hat man auch ein schönes Leben. Der zweite Vorsatz ist, mich zu verbessern. Wie schon im ersten Punkt, aber auch auf und neben dem Platz. Ob es jetzt im sportlichen Bereich ist oder im privaten Bereich. Ich denke mal, da kann man sich überall mal ein bisschen verbessern, wenn man jetzt eine neue Sprache lernt oder sich weiterbildet in irgendeinem Gebiet. Und das ist dann mein zweiter Vorsatz. Und mein dritter Vorsatz, muss ich kurz nachdenken, da würde ich sagen, ist einfach fröhlich zu bleiben. Ich denke, ich bin da schon ganz gut bei dem Fröhlichsein, bin ganz gut mitgekommen damit. Ich glaube, die Leute, die mich kennen, wissen das auch und das werde ich beibehalten. Und das ist dann ein Vorsatz, den ich in jedem Jahr dann beibehalten werde. Ja, was finde ich an Vorsätzen gut? Beziehungsweise, ich glaube, wenn man gefragt wird, hat man immer ein paar davon. Aber speziell zum Jahresende hin will ich sozusagen einfach nur die schlechten Ereignisse des Jahres oder die schlechte Energie des Jahres sozusagen von mir, sag mal, abwaschen. Dass ich die in dem Jahr lasse und mit einem guten Gefühl ins neue Jahr gehe. Und man hat, wie gesagt, immer irgendwie so seine Ziele fürs neue Jahr. Man selber denkt vielleicht nicht immer dran, außer man wird dann halt gefragt. Aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, sich das dann vor Augen zu halten, dass man daran arbeitet, eine bessere Version von sich selbst zu werden. Und ich glaube, das ist dann auch immer ein ganz wichtiger Punkt. Ich wünsche euch fürs neue Jahr nur das Beste, einen guten Rutsch, habt schöne Feiertage, genießt die Zeit mit eurer Familie. Und wie gesagt, nur das Beste für euch, habt Spaß und feiert ordentlich.